Okay, und da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Hi Creative Element, willkommen zum Stream und danke für die 4 Monate Abo. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was wir als nächstes tun können. Unter anderem möchte ich halt das hier. Ich möchte das nicht mehr hier haben. Ich möchte das an einem festen Ort haben. Wir sind ja beim letzten Mal ein bisschen rumgeflogen. Und danach kamen mir tatsächlich ein paar Ideen. Also war das vielleicht doch ganz gut, dass wir das gemacht haben. Wir werden aber dann auch in Bälde Froglights benötigen, habe ich festgestellt. Und ich weiß noch nicht, wie wir das lösen sollen. Weil ich hätte gerne eine Froglight-Farm und am besten dafür wäre eine Bastion mit einem Magma-Cube-Spawner. Und da müssen wir halt irgendwie noch Frösche rankarren. Das Problem ist, wir haben 2 Bastions bis jetzt gefunden. Keine von denen hat einen Magma-Cube-Spawner. Und ich finde, den Nether erkunden ist immer so eine Sache. Also man muss, ich finde, man kann den Nether kann man ja nicht richtig kartieren, weil man sieht ja bei der Nether-Karte ja nur das Bedrock-Dach, das bringt nicht so mega viel. Also es bringt einem höchstens was, wenn es darum geht, zu gucken, wo die Sachen in Relation zueinander sind. Das lohnt sich vielleicht auch mal irgendwann, aber eigentlich ist es nicht so hilfreich. Ich glaube, das Beste, was wir in der Hinsicht machen können im Moment, ist einfach die Verbindungen zwischen den ganzen Portalen weiterzubauen und vor allem einfach auch mehr Portale in der Oberwelt zu platzieren und zu verbinden und dadurch einfach den Nether ein Stück weit zu erobern. Und vielleicht noch ein paar von den kaputten Portalen zu aktivieren. Wieso sagst du, das könnte der letzte Stream werden, Creative? Was meinst du damit? Jetzt bin ich verwirrt. Ich kann auf jeden Fall schon mal eine Schulkerbox rausholen. Wir werden nämlich ein paar Sachen brauchen. Wir werden das heute auf keinen Fall fertig kriegen, weil, wie gesagt, uns fehlen Sachen. Aber wir können das Ding zumindest schon mal planen und halt das Kernstück fertig bauen. Wir brauchen auch auf jeden Fall, ich war tatsächlich noch mal in der einen Höhle im 1.18-Gebiet bei der Maya-Stadt, aber so richtig viele von den Glow Squids spawnen da leider auch nicht. Also, da muss ich mir noch was überlegen. Aber die Idee ist, wir haben ja beim letzten Mal diese Insel hier gesehen, unter den, hier südlich von dem Pillager-Außenposten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich in eine Bastion gehe und ich da eine Kiste looten will, werde ich irgendwie gekillt. Ja, in der Bastion muss man auch doch vorsichtig sein wegen der 3 Super-Piglins mit den Äxten. Aber das ist eigentlich handelbar, weil das sind ja nur 3, die spawnen ja nicht nach. Die muss man halt möglichst gucken, dass man die im Vorfeld eliminiert. Und klar, Kisten looten, da musst du aufpassen, weil das triggert die. Aber ansonsten, solange du Gold trägst, ist das, ignoriert dich der Rest, ja. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, haben wir eine Gold? Ja, wir haben was mit Gold dabei, aber ich glaube, das Ding ist nicht verzaubert, sehe ich gerade, oder? Doch, Protection 4, Unbreaking 3, Respiration Mending. Seit wann sind da nur 3 Brutes? Seit immer. Es sind immer nur 3 und die spawnen nicht nach. So, die Idee war, wir haben diese Insel und ich glaube, die ist einfach abgelegen genug, das passt total toll, wenn wir da die Karte hinpacken. Und da hatte ich ja überlegt, ich will da so einen Schrein haben, wo die Karte praktisch in den Boden eingelassen ist. Und dann, ja, ihr werdet sehen, was ich vorhabe. Vielleicht erkennt ja jemand schon vorher, was ich vorhabe damit. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal ein bisschen Material zusammen. Wir brauchen auf jeden Fall Stone Bricks. Und wir brauchen normalen Stein. Und wir brauchen Glas. Glas würde ich jetzt mal schätzen. Nehmen wir mal 6 Stacks mit. Die Brutes greifen dann immer an, auch wenn man Gold anhat. Ja, genau. Die Brutes, denen ist das egal. Die lassen sich auch nicht bestechen. Aber es sind halt, wie gesagt, auch wirklich nur 3. Das Problem ist halt, glaube ich, wenn du die angreifst oder die dich angreifen, es kann sein, dass das auch die anderen dann, also zumindest, wenn du sie angreifst. Ich weiß nicht, ob es auch die anderen triggert, wenn du angegriffen wirst. Pass auf, wir nehmen die Kiste mit. So wie sie ist. Wir werden das Zeug so oder so da brauchen, dann lassen wir die direkt da.
So, was brauchen wir noch? Haben wir ein paar Moosblöcke oder sowas? Ich habe ja leider noch keine Farm dafür. Wir hatten das Zeug. Ich habe irgendwo habe ich die reingetan. Das weiß ich. Das weiß ich mit Sicherheit. Das spawnen aber definitiv nicht. Nein, von den Brutes, das sind ja die mit den Äxten. Das sind immer nur drei. Wenn du die normalen können dich auch gut swarmen, wenn du da Scheiße baust und die Kisten aufmachst, dann die könnte ich auch gut auseinandernehmen. So ist es ja nicht. Ich hatte doch irgendwo auch Moos. Hä? Hier. Ich wollte schon sagen. Hier, ich habe sowas von Moos. So, 25. Ja, komm, nehmen wir mal 25. Mehr benötigen wir erstmal nicht. Im Zweifel. Warte. Wir können Moos ja auch problemlos ausbreiten mit ein bisschen Bone Meal, ne? Also notfalls nehmen wir auch das. So, wir brauchen Glas, wir brauchen Stein. Wir brauchen. Ja, gut, die Karten lasse ich jetzt erstmal noch hier. Ich sehe im Wiki kein Limit, dass du sagst, dass nur drei spawnen. Also die werden, aber das Ding ist, die spawnen nicht eigenständig. Die spawnen halt mit der Structure eigentlich. Ich nehme auch noch ein bisschen mehr Glas mit. Hi Donix Pablo, willkommen zum Stream. Welches Wiki referenzierst du? Also das Deutsche oder das Englische? Bei dem deutschen Wiki würde ich grundsätzlich nicht vertrauen, dass es vollständig ist. Spawn wird überwacht. Okay, dann haben die das irgendwann mal geändert? Weil es war auf jeden Fall so, dass es mal nur drei waren. Kann natürlich sein, dass sich das irgendwann mal geändert hat, aber ich wüsste nicht, wieso. Ach, die sind beim Nether-Monument sind die Dinger. Wir brauchen aber eigentlich auch erstmal nur eine Lampe. 10%, okay, dann haben sie es inzwischen vielleicht chancenbasiert gemacht. So, das wird jetzt lustig. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber bei einer Bastion, also gerade wenn ich vorhabe, da langfristig was zu machen, dann setze ich da auch eine Beacon. Also auch wenn es im Nether ist, aber da mache ich mir die Mühe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist mir zunehmend aufgefallen. Je mehr ich Leute gucke, die auch Hardcore spielen, die Leute sterben meistens an völlig vermeidbarem Zeug. Und sehr oft ist es, dass sie einfach überall reinlaufen, weil sie haben ja ein Totem, was so als Krücke für sie fungiert. Und ja, da muss man halt nicht nachdenken oder so, ne? Hier, wir brauchen erstmal nur eine Seelaterne. Ich weiß sowieso noch nicht, ob ich das so endgültig da drin haben will.
Moment, wir wollen hier hin. Hier muss dann auch noch definitiv ein, welche Richtung schauen wir gerade? Das ist Westen. Das ist Süden, okay. Hier müssen wir auch noch auf jeden Fall so ein Ding drum bauen. Deswegen, ich muss mir eigentlich mal eine Schematik machen, die aber nur die Form und nicht das Material irgendwie speichert. Ich weiß nicht, ob das geht. So, das ist nicht die Insel, die ich suche. Ha. Wir nehmen das Kärtchen mal gerade mit. Ich versuche eine Bastion zu looten, haben da fast voll enchantete Dia-Rüstung, dann sterbe ich mein Zeug wohl gedroppt. Pickle mit voll enchanteter Dia-Rüstung. Das ist auch Looney passiert. Also nicht in der Bastion, aber das ist auch Looney passiert. Also, dass seine Sachen dann von seinem Mörder halt angezogen wurden. Das können Pickledins tatsächlich ganz gut. Hier, die Insel. Die ist tatsächlich doch ein Stück größer, als ich im Kopf hatte. Huch, nein, nicht die Hose. Ich will den Elijah ausziehen. So. Die Berge sind ein bisschen im Weg, to be honest. Ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir halt dann auch einen klaren Blick haben. Aber ganz ehrlich, notfalls trage ich auch die Berge ab. Da muss man halt gucken. Einmal den Schild, dass wir die Map. So. Dass wir ungefähr mittig sind auf der Insel. Es ist sowieso. Jetzt, Shapes. Wir wollen einen Kreis. Und wir wollen den mit einem Radius von 13 Blöcken. Und wir machen den auch mal ein bisschen höher. Setzen ihn hier hin. Okay, wir sehen ihn jetzt nur, wenn wir Mini-HUD anmachen. Ist nicht so riesig, ne? Okay, das hier ist tatsächlich sehr kaputt. Okay, das können wir vielleicht einarbeiten. Ja, das hier kriegen wir bestimmt hin, dass das ein bisschen smoother ist. So, wo habe ich? Habe ich einen? Ja, ich habe einen Dings hier, einen Stonecutter. Den setzen wir mal schön hier hin. So, dann erst einmal alle Bäume weg. Zumindest die in diesem Kreis. Ich glaube, wenn wir den Schrein vollkriegen mit Maps, dann sind wir weit genug, dass wir auch noch einen anderen Ort finden, wo wir das weiterführen können. Oder wir erweitern das hier, aber das entscheidet sich dann. Ich muss mich einfach nur ein bisschen selber überwinden, dass ich das nicht für die Ewigkeit machen will.
Das ist übrigens ein Datapack, womit ich überlegt hatte, ob ich das installieren soll, dass Blätter schneller decayen, wenn es kein Holz gibt. Aber ich habe mir dann am Ende gesagt, wenn ich dann vielleicht eine Farm bauen will, also eine Holzfarm mit TNT-Duper und so, dass das vielleicht dann das Verhalten verändert und sonst war mir dann doch zu riskant. Okay, der muss auch weg. Allein schon, weil sonst hier die Blätter nicht weggehen werden. So, wir trennen mal kurz hier die Verbindung, damit die Blätter von dem Baum hier nicht den Rest hier alles am Leben halten. Hoffentlich. Hier ist noch einer. Hier sind noch ein paar mehr. So. Ich hoffe, dass die spawnt jetzt alles. Den ganzen Shit sammeln wir natürlich auf. So, der Mittelpunkt ist hier. Mal kurz sagen, was habe ich verpasst? Nur, dass ich hier Kahlschlag gemacht habe. So, ganz ehrlich, wir haben so viel Stein, wir nutzen einfach mal Stein als Dings, als Wait, nein. Nein, machen wir nicht, oder? Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir müssen eine Ebene feststellen und ich würde sagen, das sollte die hier sein, worauf wir am Ende laufen wollen. Wir machen das erstmal nur rudimentär. Also hier drunter soll am Ende die Karte sein. Grasnarbe ist mit Fortune, jawohl. Du bist ein Umweltzerstörer, gut zu wissen. Man muss manchmal erst etwas zerstören, bevor man etwas Neues erschaffen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Jawohl. Das ist korrekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Na.
ist das, ja, das ist Silk Touch. Das ist so nervig mit dem, dass ich jetzt nur noch zwei Dinger habe. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Drei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Im Interesse, dass wir hier problemlos arbeiten können, setze ich mal kurz eine Beacon hin. Mal ein paar Fackeln, dass das Gebiet ja einigermaßen safe ist. Ich mache erstmal eine Lexa Beacon. Kennst du das Spiel Don't Starve? Da werden sich. Ja, ich erinnere mich. Ist ewig her, dass ich es gespielt habe, aber ich erinnere mich. Da wehren sich die Bäume. Geil, jetzt habe ich. Ich hasse es. Komm, wir nehmen mal kurz den ganzen Shit. Weil ich glaube, Spitzhacke ist ein Werkzeug, das sollte man immer haben. Moment, das sind. Jo. So. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Ich hätte ja eigentlich Scaffolding benutzen können. Wieso mache ich das eigentlich nicht?
Nee, mein Problem mit Don't Starve war tatsächlich immer so ein bisschen, ich müsste es eigentlich nochmal spielen, aber mein Problem damit war so ein bisschen immer die Langzeitmotivation. Vor allem, weil halt, ich hatte bei Don't Starve damals nie das Gefühl, dass ich die Welt erobern kann. Weil alles irgendwie ein Verfallsdatum hatte. Also auch Sachen, die man gebaut hat, wie Mauern und so. Ich weiß nicht, wie es in der aktuellen Version ist. Ja, super. Hat doch nicht gereicht mit dem Eisen. Ich brauche noch ein bisschen mehr. So, Speed. Haste natürlich. Resistance. So, ob wir die Beacon später noch integrieren können, ist eine Frage. Ich habe gestern nach einem Outer-Wild-Let's Play gesucht. Das erste Kommentar in der Folge war, sich, dass die Kommentare. Was? Einfach nach Blind-Let's Plays suche. Um wieder die Chemikalien im Gehirn zu bekommen, die Person beim selber durchspielen hatte. Musst aber da eventuell auf eine Idee, warum du das spielen sollst. Also, ich weiß ja nicht. Klingt auf jeden Fall alles sehr uneigennützig, was du machst. Okay, ich habe ja kein Problem damit, dass die ganzen Mobs jetzt hier überall spawnen. Aber wieso zum Fick wissen die alle, wo ich bin? So, pass auf, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen. Ein bisschen frei machen. Ich bin so paranoid gerade. Dabei ist hier nichts eine Gefahr. Aber halt ein Creeper wäre halt jetzt trotzdem uncool wegen, ne? Umgebungsschaden und so. Es gibt so Spiele, die funktionieren so wie ein Virus, wenn es einmal gespielt infiziert ist, versucht es zu verbreiten. Ich sag nur super hot. Kennst du nicht Superhot, das total innovative Shooter-Game, das du unbedingt gespielt haben musst? Hier ist irgendwo ein Creeper. Da. Zwei sind es. Da und da. Und ich konnte sie die ganze Zeit hören. Das ist so fies, wenn du die Schritte hörst, aber halt kein Dings, dem du, kein Monster, dem du es zuordnen kannst. Nie gehört. Ja, dann weißt du ja, was du vielleicht mal spielen solltest. Also, ich weiß nicht, was danach noch alles kam. Das ging ja danach noch irgendwie alles weiter, aber das Original war schon. Es ist ja auch nicht ewig lang, muss man dazu sagen. Die Demo war halt schon recht interessant, weil der Clou an diesem Shooter ist, dass sich die Zeit nur vorwärts bewegt, wenn du dich bewegst. Beziehungsweise, wenn du dich nicht bewegst, dann geht es ja sehr, sehr langsam mit der Erklärung, du musst halt noch atmen. Das Ding, genau das Ding. Mit der geilen Stimme im Hauptmenü. Okay, du brennst aus irgendeinem Grund nicht, aber anscheinend, wenn man keinen Kopf hat, kann man nicht brennen. Jetzt brennt ihr.
Ähnlich wie Spiele, die sie gespielt haben. Ultra Kill. Gut, Steam Recommendations sind manchmal auch ein bisschen wirr, muss man dazu sagen. Ich habe irgendwo, glaube ich, noch einen Screenshot und sag mal in meinen Akten. Und ich erinnere mich noch zu meiner Warframe-Zeit, wo ich mich dann amüsiert habe, dass meine Warframe-Videos vorgeschlagen wurden in der Kategorie Ego-Shooter. By the way, Warframe ist und war kein Ego-Shooter. Damit ist der Kreis festgelegt. Wir machen noch mal am besten direkt hier ein paar Dinger hin. Und wir müssen noch eine Stufe nach außen für den Rand. Und danach muss ich Screenshots referenzieren. Das heißt, das Bild wird wahrscheinlich für euch das ein oder andere Mal stehen bleiben. Kann es sein, dass man das Spiel zweimal kaufen muss, wenn man das mit und ohne VR spielen will? Ja, es gibt. Die VR-Version ist ein bisschen anders tatsächlich. Die hat ein paar interessante Features wohl. Also da ist es wohl tatsächlich so, wenn du dich nicht bewegst, geht die Zeit nicht weiter. Und irgendwie ist es so, also ich glaube, du teleportierst dich an bestimmten Stellen halt von einer Stelle zur nächsten, um halt den nächsten Kampf zu beginnen. Aber ich glaube, wenn du es vorher weißt, kannst du deine Waffen dahin schmeißen, wo du dann hin teleportiert wirst und sie wieder auffangen. Was halt schon irgendwie so ein bisschen Matrix-mäßig ist. Ein Nvidia, willkommen zum Stream. Soll ich eher die VR-Version holen oder die normale? Ich habe nur die normale gespielt, da ich keine VR-Brille habe. Wenn du natürlich eine VR-Brille hast. Wobei ich glaube, die VR-Version ist offiziell eine Fortsetzung, glaube ich. Also ich glaube, die Story geht da schon ein bisschen weiter. Aber gut, Superhot Story ist sowieso auch weird. Wo ist... Also jetzt, wenn ich mir die Shulkerbox hier schon angucke, dann freue ich mich schon auf den Shulkerbox-Unloader. So, das brauchen wir nicht mehr. Fange ich mal mit der normalen Version an. Sieht das so aus, als würden die dasselbe Spiel zweimal verkaufen. Tun sie ja oft genug bei VR-Versionen. So, ich muss mal kurz auf den Screenshot schauen. Mache ich das richtig? Ich denke, das ist okay. Wobei ja, ist sowieso okay. Ist sowieso okay, weil das, was dann da drum kommt, das ist erst außerhalb dieses Layers. Über 40 Beacons. Sus? Nein, ich habe eine Wither-Skelett-Farm. Das ist nicht mal meine finale Form. Also Beacons sind für mich inzwischen Abfall. Ich habe die Wither Skelet Farm zeitweise halt mehr für Knochenmehl tatsächlich verwendet, weil ich sie fürs, weil ich Knochen fürs Neta-Monument unter anderem brauchte. Wie geht's euch? Mir geht's tatsächlich ziemlich gut. Ich bin gerade halbwegs motiviert. Das mit dem Stream kam tatsächlich ziemlich spontan jetzt, weil ich, weil eigentlich noch ein Termin war, aber der hat nicht so lange gedauert. Und dann habe ich gesagt, ist zwar jetzt
bisschen knapp alles mit Essen noch und so, aber ich muss wieder meinen Streamplan halt wieder jetzt auf Vordermann bringen, nachdem mir die letzten Wochen so viel ausfallen musste. Weil ich ja teilweise, also was da an Bewerbungen reinkam, war ja echt extrem. Ja, an einigen Tagen haben wir einfach 6 Bewerbungsgespräche hintereinander geführt. Da saßen wir jedes Mal, gut, wir haben immer eine Stunde eingeplant für jedes Gespräch. Es war halt zwischen 30 und 60 Minuten immer. Du warst damit beschäftigt, Omori und Outer Wilds Videos zu schauen und dabei rumzuheulen. What? Hat das einen Zusammenhang? Okay, pass auf, wir müssen dieses Wasser wegkriegen. Rollenpart ist eine Mood, aber sonst. Okay, per Terraforming machen wir gleich. So, wir haben hier. Wie breit gehen die nach hinten? Das sehe ich jetzt nicht. Shit. Shit, ich habe jetzt gerade kein... Gibt es noch ein anderes Bild? Okay, ich habe hier noch eine Ansicht von hinten. Dann brauchen wir nicht mal so viel Platz. Also eigentlich reicht das hier schon. Die Spiele sind traurig, ja gut. Ich muss echt überlegen, wann das letzte Mal war, dass mich ein Spiel wirklich emotional richtig mitgenommen hat. Also ich weiß, dass viele Leute zum Beispiel bei To the Moon anfangen zu weinen. Aber ich muss gerade echt überlegen, ob es ein Spiel überhaupt geschafft hat, dass ich weinen musste. Also Filme haben es geschafft. Also ich weiß, dass ich bei Hachiko heulen musste damals. Aber sonst muss ich echt überlegen. So, wie hoch ist das? Von der äußeren Plattform aus sind das 4. Und dann kommt die Treppe. Wir werden nicht so viele Treppen brauchen, denke ich. Wir machen mal einen 16er mit Treppen. So, wärt ihr jetzt mal bitte so gut, euch aufzulösen? Na. So, dann machen wir den.
hier. Kommt zwei. Einer so. Okay, und das dahinter ist, was ich jetzt auf dem Screenshot sehe, das gehört schon zum anderen. Hoch. Oh, Doppelsprung und höhere Geschwindigkeit ist natürlich schon nice. Jetzt brauche ich den anderen Screenshot. Jo, okay. Hat der einen anderen Aufbau? Nee, ich hab, der Block hier war falsch, so rum. Nee, hä? I'm so confused. Versuchen wir es mal von hier aus. Sah halt. Okay, ich habe irgendwie war ich hier auf dem Trichter, dass hier Slabs sein sollten. Aber für die Umrandung machen normale Blöcke tatsächlich mehr Sinn. Aber man hat die eigentlich nicht mehr so eine tolle Rolle, weil ich einige neue Rollen brauchte und dann aufgeräumt habe. Ich musste ja, als ich die YouTube-Kanalmitgliedschaft eingerichtet habe, musste ich ja auch dafür entsprechende Rollen reinnehmen, beziehungsweise wurden dann automatisch reingenommen, als ich die Integration dann gemacht habe. Ich hab schon wieder mein Inventar voll ist, das gibt's doch nicht. Kein Mensch braucht Seeds. Beim Server ist es ganz normal so viele Rollen wie Leute auf dem Server gab. Ja, das ist aber ab einer bestimmten Menge auch nicht mehr übersichtlich oder tragbar. Okay, also es ist so, boah, das ist teilweise so schwer zu ordnen. Aber es ist ja alles in Minecraft auch nachbaubar, was ich hier habe. Temporärer Block.
So. Ich frage mich, ob überhaupt schon jemand erkennt, was das hier ist oder was das hier werden soll. Das ist die Richtung Süden. Okay, dann ist da Norden. Wenn es auf Washoe aus anders. Ist das nicht dieser versteckte Typ? Das ist der alles säubern will. Uff. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Jerry war der Versteckte, oder? Oder war das So Sorry? Ich krieg die alle nicht mehr zusammen. So rum. Jerry war der nicht in den Credits auftauchte, weil den die anderen Monster nicht mochten oder so. Yikes. Das mit den Blickwinkeln echt nicht immer so einfach. Okay, das hier war tatsächlich eins zu hoch. Dann kam der. Nein, kam nicht. Der kam nicht. Hier. Hier kam einer, so. So. Das ist das Teil. Wenn ich jetzt hier nicht alles falsch gemacht habe. Gut, das Ding sieht jetzt natürlich ein bisschen sauberer aus. Wir müssen gleich nochmal vielleicht ein paar Teile austauschen. Bin ich nicht gerade angeschossen worden? Aber soweit ist das okay, glaube ich. Der müsste eigentlich überzählig sein, genau.
Jawohl, so. Jetzt brauchen wir noch mal Schematic Placements. So, wir moven die mal kurz. Da ist einer und dann kommt einer hier hin. So, Rotation, das sieht schon mal fast gut aus. So, und eins nach vorne. So, du bist der da. Jawohl. So. Das so ein bisschen als Hilfe. Jetzt möchte ich aber kurz mal hier zumindest ein paar von den Dingern. Wow. Wahrscheinlich eher vermehrt hier oben Moos, weil man da nicht so gut pflegen kann. Wie war das? Wie verbreitet sich Moos? Geht das nur auf der Ebene, wo es drin ist?
Okay, nein, es geht nicht nur auf der Ebene, wo es drauf ist. Schön. Das ist genau das, was ich brauche. Na, ich muss die Unterseite sowieso in der Praxis noch, noch bearbeiten. So. Jetzt liegt hier schon wieder so viel Shit rum. Ich will den ganzen Monster-Loot nicht mehr automatisch aufsammeln. Muss aber ziemlich noch mehr. Ja, ich wollte nur wissen, wie weit, also ob es sich nach unten ausbreitet. Darum ging es mir. Das sieht aber, finde ich, jetzt ein bisschen zu überwuchert aus. Das kann ich halt auch überhaupt nicht. Und zunächst habe ich meine S4-Map. Och, die habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich streame ja im Moment kein S4. Gut zu wissen, dass du einfach vergessen hast. Ja, die letzten Wochen waren ein bisschen turbulent. Ich verpasse nicht das Ende deiner Hardcore-Welt. Ich glaube nicht, dass es hier irgendetwas gibt, was mich hier in meiner aktuellen Situation töten könnte. Also wenn ich jetzt nicht gerade AFK gehe und 100 Creeper auf mir explodieren lasse. Thank you.
Warte. Was mache ich hier? Das ist falsch. Das ist falsch. Die müssen eins drunter. Tschüss, Äpfel. So, alles einsammeln, was wichtig sein könnte. Aber wir müssen echt ein bisschen auf unser Inventar gerade achten. Hoch. So, tschüss Moss Carpet. Wir packen die normalen Mossblöcke da rein. Nehmen wir die Steinblöcke, machen die zu. Hau ab. Machen die zu normalen Stone Bricks. Jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert.
Ja, super. So, den Boden hier sieht man am Ende sowieso nicht. Hallo Spinne. Ist einfach am Chillen. Okay, ist alles nicht spawnproof, alles spawnproof, sehr gut. Mir fällt gerade was. Okay, nee. Es sind alles nur normale Stormbreaks. Ich hatte jetzt mal kurz überlegt, ob diese kunstvollen, ob die hier drin irgendwie sind, aber nein. Ja, das könnte dir so passen, ne?
Dazu muss man jetzt natürlich bedenken, dass die Schematik das jetzt als falsch anzeigt. So, das ist Westen. Dann mal mit dem Süden zuerst. Jetzt zurück, WB. So, das hier Osten ist, oder? Müsste Osten sein. Ja. Da kann hier der rein. Das ist einfach alles noch ein bisschen zu clean. Ist das semi-random genug? In deiner Stelle, Sterne, das kannst du mir beim helfen, mein Zeitreisekonzept umzusetzen. So, da wir ja jetzt wissen, dass auch Erde umgewandelt wird in Moos, wir fertig sind, jetzt schicke ich dich in der Zeit vor. Vor deinem Tod in der Hardcore-Welt. Aber ich sag mal so, wenn das dann vielleicht so eine 10.000 Tage Hardcore-Welt ist, dann ist ihr Untergang vielleicht auch ein Ereignis. Ich sag nur Filsa.
Ich meine, ja, das tat in dem Moment schon weh, dass er die Welt nach 5 Jahren verloren hat, aber er sagt halt auch selber, wäre das nicht passiert, wüsste niemand, wer er ist. Sonst muss er auch wieder zur Erde machen. Warum sollte ich das gerade wollen? Moos ist eh OP in so vielerlei Hinsicht. Ich brauche eigentlich eh mal eine Moosfarm, allein schon fürs Knochenmehl. Ganz echt kein. Die Flowering Azalea behalte ich mal, aber die normalen Azalea-Dinger braucht auch kein Mensch. Halt endlich Erdfarms möglich macht, voll OP. Du kannst auch ein paar echt krasse Mining-Strats damit durchführen, aber mit Erdfarms ging doch auch schon vorher. Brauchtest ja nur Erde also zum Start und du brauchtest Gravel und Gravel konntest du eh schon duplizieren. Wie kann man Gravel duplizieren? Ja, genauso wie mit einem Sanddublikator. Das hier sieht aus, als würde es später noch eine Todesfalle. Das dann geht aber dann ja ein Glitch. Es ist möglich, darum geht's doch, oder? So, 4. Dann ist das auch erledigt. So, dann machen wir nämlich mal. Nein, das sind die falschen. Nein. So. Schematic Placements. Die benötigen wir jetzt nicht mehr. Erkennt man schon, was das hier sein soll? Ist auch möglich, mehrere Dracheneier oder Command-Blöcke in Survival zu bekommen. Zählt das als richtiges Feature? Wenn du es in Survival ohne Mods machen kannst.
Besorgen wir nochmal Glas. Und dann ist der Teil, den wir jetzt schon machen können, auch soweit erstmal durch. Wir können dann später die Karte hierhin verlegen. Bin mir sowieso nicht sicher, ob wir den Boden nicht durch irgendeinen leuchtenden Block austauschen müssen oder ob die Glow-Item-Frames schon reichen, dass die Karte gut beleuchtet ist. Aber ich glaube, das hier gibt uns genug Platz für Karten auf absehbare Zeit. Ich sag mal, so Outer Wilds, weiß ich nicht, ob selbst wenn ich es spielen werde, ob ich es streamen würde. Genauso wie Subnautica. Bitte stream es, ich brauch das. So, Oak Sapling und die können wir schon mal rausnehmen. Flowering Azalea auch. Der Rest ist alles im Sortiersystem. So, der Rest ist soweit okay. Jetzt will ich eigentlich gerade mal ausnutzen, dass gerade Nacht ist. Das kann hier bleiben. Das hier kann weg. Ich habe eine Feuerpotion. Ich wollte schon sagen, ich dachte irgendwie vor dem Moment, ich hätte irgendwann aufgehört, eine Feuerpotion im Inventar zu haben. Ach, das ist so cool. Geht hier überhaupt was durch? Jetzt. Also hier geht's durch. Aber es geht anscheinend so schnell hier durch, dass es nicht in der Chest sichtbar ist. Mossy Stonebreaks, habe ich die in der
Habe ich dafür eine Kiste gemacht? Weil das ist ja echt so eine Variante. Die craftet man ja echt bei Bedarf. Ich habe Mossy Cobblestone. Echt als. Habe ich das echt behalten? The fuck. So, das sind die Karten. Ich denke, meine Replay-Mod-Aufnahme lief noch. Ich glaube, Replay-Mod hat das nicht so gern, wenn man die Gegend verlässt. Wow. So, wo ist Norden? Norden ist da. Also wenn man sieht, die Karte an sich wird nicht heller, nur das Umfeld. Der Zoom-Key, der fehlt mir jetzt halt. Habe ich ein Spyglass? Nee. Warum habe ich kein Spyglass gemacht? Also ich glaube, ich brauche so wieder so eine Mod, dass ich einen Zoom-Key habe. Ich will, das Ding ist, ich will die Entities nicht so exposed lassen. Ich meine, so kann man halbwegs drauf gucken. Aber der Text ist auch zum Teil echt klein. Gibt's von Vanilla-Tweaks oder so irgendwas, dass die Texte von den Bannern auf Karten, dass die größer sind? Das siehst du ja echt nicht. Ich
stelle auch fest, Crossroads Temple ist hier immer noch markiert, als hätte es eine Karte. Also das... Na gut, die Glastextur hat halt auch so einen leichten Schimmer, aber wir brauchen unbedingt einen Zoom-Key. Also das muss ich doch nochmal nachmodden, jetzt wo wir keinen Optifine mehr haben. Aber es ist halt, finde ich, die beste Art und Weise, um eine Weltkarte zu regeln. Ja, wir sind auch schön hier überall geradlinig. So, wir könnten jetzt auch schon hier drunter, ich will hier drunter auf jeden Fall noch ein Netherportal verstecken, aber das ist, glaube ich, jetzt gerade, da müssen wir sowieso noch viel terraformen. Ich würde das dann vielleicht so machen, dass hier dann auch so ein Ausgang ist, der nach unten führt. Wird die Karte das gesamte Ding einnehmen? Ich hab mal großzügig geplant. Aber halt diese ganze Fläche hier unter dem Glas ist für die Karte eingeplant. So, Norden ist da. Wir verlegen mal kurz hier die Sachen. Die können ruhig mal irgendwie... Packen die mal dahin, wo Norden ist. So, was wir bei der Gelegenheit auch machen können. Shapes. So, Moment, dafür müssen wir aber irgendwo rauf. Wie weit müssen wir mit den hier mitgehen, dass wir das Meer erreichen? Wir gehen mal 128 raus. Hier muss noch ein Stück. Hier geht's. Hier muss auch noch ein Stück. Hier muss auch noch ein Stück. Machen wir mal 150. Das ist Combine Quartz, ich habe keine Ahnung. So, wir machen auch mal das Ding ein bisschen höher. Hier. So, das geht. Ich meine, wir müssen ja auch sowieso noch ein bisschen Platz für den Sockel einplanen. So, die Koordinaten hiervon sind
Minus 14,98, 76. Wir machen mal kurz hier ein bisschen mehr Platz. 12,81. Und er hat prompt die überschüssigen Leerzeichen gelöscht. Dankeschön. Ich muss mir halt vorstellen, wie in 100 Jahren die Spiele, die jetzt Klassiker sind oder es vielleicht auch nicht sind, irgendwie im Deutschunterricht halt zu Tode analysiert werden. Ich meine, gut, ich finde auch irgendwie ein Dark Souls bietet sich halt irgendwie dafür an, weil du kannst da jeden Scheiß rein interpretieren, wenn du möchtest. So, Load Schematics. Damit habe ich gestern experimentiert und festgestellt. Hallo? Hä? Unload. Create Placement. So. Ich habe festgestellt, dieses Ding sieht nur in einem 90-Grad-Winkel gut aus. Und sonst in keinem anderen. So, wir kriegen das Ding nicht komplett mittig, weil das eine Zweier, also eine gerade Breite hat und das Ding nur eine ungerade. Aber das fällt im Großen und Ganzen eh nicht auf. Schematic Placements. So, das hier ist die rote. Nein. Die ist sogar eins zu weit, wobei wir halt noch nicht den Sockel mit eingeplant haben. Und wir werden einen Sockel brauchen, glaube ich, weil sonst wird man das vom Schrein aus nicht sehen. Und der Sockel wird wahrscheinlich. Ja, beim Sockel müssen wir wahrscheinlich so einplanen, dass das so treppenmäßig ist. Schlussstelle, eine Klassenarbeit, in der ihr eine Videospielanalyse über Dark Souls machen müsst. Unser Schulsystem ist übrigens immer noch das gleiche wie im Jahr 2000. Jeder, der was anderes ins Spiel interpretiert, als ich, bekommt eine schlechte Note. Ja, und wenn man die Bosse nicht schafft und deshalb nicht das komplette Spiel sieht, dann schreibt der Klassenlehrer halt einfach unter die Arbeit Skill-Issue. Das ist. Das ist so maximal nervig. So. Das ist schon zu weit. Das müssen zwei weniger sein. Bist gerade ziemlich konzentriert aufs Bauen, kann das sein? Warum? Wie kommst du auf so eine Idee? So, ich möchte jetzt wissen, kann ich das Ding von hier aus sehen? Nein. Aber ich könnte es vermutlich sehen, wenn dieser Berg nicht im Weg wäre. Weil ich dich jetzt aus diesem dem Bauen rausreiße. Ich platziere die Dinger hier trotzdem noch. Aber ernst gemeinte Frage, weil ich mir da selber noch nicht sicher bin.
Sollten die Statuen hier hinschauen oder sollten sie raus in die weite Welt schauen? Ich bin mir da echt nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass beides gut aussieht. Ist eh noch die Frage, ob die irgendeine besondere Pose einnehmen werden oder ob sie Waffen tragen werden. Weil für die Waffen müsste ich dann halt auch ordentliches Referenzmaterial finden, dass ich die halbwegs versuchen kann nachzubauen. Willst du dich beschützt oder eingesperrt fühlen? Das ist eine gute Frage. Also eingesperrt ja eigentlich nicht. Wie ist das im Moment? Was machen die im Moment? Im Moment gucken sie raus. Okay. Im Moment guckt sie raus. Aber wie gesagt, die muss auf einen Sockel. Das geht nicht anders. Also unter Umständen geht die sowieso noch ein paar Meter weiter nach draußen. Das ist halt je nachdem, wie hoch der Sockel sein soll. Ach, das ist so. So, Moment, das ist. Das packt mich so ab bei Lightmatica, dass ich immer noch mal einen extra Knopf drücken muss, um halt so eine Namensänderung auch zu bestätigen. Aber jedes Mal. Okay, der guckt jetzt nach innen. Das macht jetzt aber auch keinen Riesenunterschied. So, es geht jetzt diesmal wesentlich schneller, weil die Dimensionen von dem Ding eigentlich ziemlich easy sind. Wie ist das hier drüben? In den beiden Richtungen ist ja relativ wenig an Zeug. Okay, das hier ist... Dein Scheiß Ernst? Was willst du denn? Kommt ja einfach so ein einarmiger Halbstarker ohne Beine. Hä? Das ist so nervig. Weil da musst du jedes Mal noch die Schematik laden und dann musst du sie nochmal extra platzieren. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, welche Richtung das ist. Ob das grün oder gelb ist. Wie findest du das Leben in einer Simulation, in der du unendlich Zeit hast für alles, was du auch immer du tun möchtest? Die Frage ist, kannst du eine solche Zeitspanne mit einem Sinn und Zweck füllen? Das ist so die große Masterfrage. Natürlich geht das, aber ich sage mal so, wenn es eine Simulation ist, du kriegst ja dann nicht, kriegst du dann was von der Außenwelt mit? Das ist ja auch eine Frage der Stimulation dann. So, ihr lasst mich jetzt bitte schön in Ruhe, während ich hier die Schematik manage. So, du guckst nach innen, das ist egal. Muss noch geradeaus gucken. Eins muss sie noch nach links und dann geht sie nach hinten.
So, die ist jetzt vergleichsweise weit weg von der Insel. Auch die würde man nicht sehen von hier aus, weil sie zu niedrig ist. Aber sind die überhaupt gerade im Moment alle auf den gleichen, auf die gleiche Y-Höhe eingestellt? Die sollten natürlich alle erstmal auf die gleiche Y-Höhe eingestellt sein. 64, 63, da machen wir eins hoch. Machen wir auch eins hoch. Was machst du denn da? Das ist ein Heiligtum. Wie kannst du es wagen? Nur fast gehört um hier, dass einem der Sinn des Lebens egal ist, aber lebt man dann noch? So, Schematic Placement. Load Schematics. Create Placement. Jetzt mal ganz ehrlich, weiß irgendwer, was ich hier überhaupt tue? Wieder den Namen nicht übernommen. So, 3 nach links. Perfektion. Na super. Nein, nein, Mann. Falsche Richtung.
So, probieren wir es erstmal mit dem einen. Also zumindest den Kopf will ich halt schon von hier aus sehen können. Dafür müssen, glaube ich, zwangsläufig die Bäume weg. Wie ist es in der Richtung? Ich hebe jetzt mal alle auf Stufe 100. Das würde gehen. Das geht. Das geht. Also zwei sehen wir von hier aus zumindest. Und die anderen zwei, da kann man dann... Ich weiß nicht, ob da nicht dann sogar schon eher der Sockel zu heftig wird. Wenn der so krass ist. Wenn einfach 36 Meter über dem Wasserspiegel ist. Über dem Meeresspiegel. Ist eigentlich schon zu busted. Wie lange willst du das Minengehen noch hinaus? Ich will jetzt die Platzierung von diesen Dingern hinkriegen. Ich baue sie ja nicht heute. So ist es ja nicht. Ich weiß auch schon, was wir in der Höhle tun können. Kann ich auch sein, dass du, was du minen sollst. Ich werde auf jeden Fall in die Höhle gehen, weil wir ein paar Sachen brauchen. Wenn du willst, dass ich es nicht weiter rauszögere, dann hilf mir. Ich hatte nicht vor, heute in die Höhle zu gehen, aber in der Höhle brauchen wir Sachen. Wie kann ich helfen? Du kannst mir Rat geben. Ich überlege gerade, ob ich es einfach sage, 25 Meter über Meeresspiegel. Lass mal kurz gucken. Mich interessiert jetzt gerade, wenn ich mir den Koloss von Rhodos zum Beispiel angucke. Sollen die Statuen schweben oder was? Nein, da soll ja ein Sockel runter. Der Koloss ist 30 Meter hoch gewesen. Ich meine, ein Minecraft-Skin ist 24 Meter hoch. Wenn man ihn 1:1 nachbaut. In dem Fall jetzt posen die natürlich jetzt nicht. Ich hasse es. Das ist halt schon eine schwere Entscheidung, weil unter Umständen, wenn ich das jetzt falsch mache, sieht es am Ende scheiße aus oder man sieht es nicht. Also wenn das übergroße Amiibos. Es werden übergroße Minecraft-Skins. Wenn jetzt noch das Grid in der richtigen Farbe wäre, warte, kann ich das nicht sogar so ändern? Das muss ich doch ändern können, oder?
Ich kann Koordinaten locken, das ist schon mal sehr gut. Wir locken, die eine Koordinate ist ja schon mal fest. Und zwar in der Richtung ist das. Die 1489 ist fest. Die ist fest und die ist fest. Bei den anderen beiden ist die Z-Koordinate fest. So, die ändert sich jetzt auch nicht mehr aus Versehen. Ich würde die Dinger fast direkt auf den Boden setzen. Ja, wenn du von außen auf die Insel kommst, dann ist das sicher geil. Aber von hier aus wirst du die dann halt, du wirst den da sehen und du wirst. Du wirst den da sehen, vom Boden aus. Das war's. Ich meine, hier vielleicht, wenn ich ein bisschen nachhelfe. Aber ich will jetzt auch nicht die komplette Insel terraformen. Ich meine, ein paar Gravelpfade müssen hier wahrscheinlich sowieso hin. Ich will die Insel aber nicht groß flacher machen. Ich will ja schon die einigermaßen naturbelassen behalten. Weil gut, solche Geschichten da müssen weg. Also, sorry, das sieht sketchy aus. Das sieht nur schlimm aus. Das kann ich nicht so lassen. Wie hoch macht man in der Realität normalerweise Statuen, die zum Meer sind? Bestehende Liste der höchsten Statuen. Wikipedia, hilf mir mal. Ach du Scheiße, das geht ja richtig weit auseinander. Okay, gut, das sind natürlich auch Statuen, die teilweise fast auf die 200 Meter hochgehen. Die haben natürlich dann auch einen 60 Meter Sockel. Wir reden jetzt hier aber von etwas mit 24 Metern, zum Beispiel das Hermannsdenkmal. Da ist der Sockel aber auch noch fast so hoch wie die Statue. Sollen wir das so nehmen? 24, 24? Also ich finde, das ist eigentlich. Ich finde das eigentlich ein guter Kompromiss. Dann würde die Statue auf Höhe 88 beginnen. Und dann wäre das Gesamtding 112 Meter hoch. Kannst auch was unter die Statue packen, was fliegen kann. Passt nur sehr bedingt. Also einer der Charaktere, die hin so ein hat, so eine Fähigkeit, mit der das möglich wäre, ja. Du machst die Statuen einfach viermal so groß. Uff, ja. Welche Charaktere sollen das denn werden? Das verrate ich noch nicht. Lightmatica hat keine Möglichkeit, dass du eine bestehende hochskalieren kannst, ne? Das wäre ja auch zu einfach. Wenn das gehen würde. Sehen schon etwas klein aus. Ja, gut, das ist halt jetzt auch die Entfernung, ne?
Das bedeutet halt auch, wenn ich ihnen Waffen geben will, dass ich auch die doppelt so groß machen muss. Boah, ich glaube, mein Kopf wird explodieren, wenn ich versuche, das, was ich die Skins, die ich vorhabe, dann im doppelten Verhältnis, also im halben Maßstabprinzip nachzumachen. Brauchst du für jeden Pixel halt 4 Blöcke, so schwer ist das nicht. Ja. Uff. Kacke. I don't know. Ich glaube, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, ich mache in der Testwelt nochmal ein paar Versuche. Oder einen Versuch. Ich weiß halt sowieso, wie gesagt, ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich 6 Statuen mache, aber dann hätte ich 3 von den Statuen im 60-Grad-Winkel machen müssen. Das sieht halt bei solchen Dingern grundsätzlich scheiße aus. Selbst 45 Grad, das habe ich auch überlegt, dass es 8 sind. Wobei ich dann schnell hätte überlegen müssen, welche Charaktere ich nehme. Aber selbst 45 Grad Winkel sieht bei Skin-Statuen scheiße aus. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Nee, ich glaube, da muss ich wirklich nochmal mir ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen. Aber ich glaube, doppelte Größe könnte das Play sein. Einfach, dass man. Dann müssen die Sockel nicht so riesig sein. Das ist schon irgendwie. Aber dann ergibt sich die Sockelgröße eigentlich schon fast von selber. So, wir packen noch gerade die Sachen weg, dass wir schön mit einem freien Inventar gehen und dann gehen wir in die Höhle. So, ganz ehrlich, wir schmeißen jetzt die. Ich muss mir echt mal so einen Mülleimer einrichten. Mir gehen da gerade so viele Gedanken durch den Kopf, wie man das macht. Vor allem. Mit den Details der Skins. Aber wenn die Statuen doppelt so groß sind, haben sie auch doppelt so viel Volumen. Ich weiß, total unvorstellbar. Und dann könnte man unter Umständen halt auch mit ein paar Details arbeiten, die erfordern würden, dass man in die Statue was einarbeitet. Aber wenn muss ich das. Das wäre halt nur bei einer Statue potenziell nötig. Für die Farbgebung. Ist von mir eine 1 in Mathe. Oh, danke. Sehr potenziell nötig für die Farbgebung, aber konsistenzhalber müsste ich es halt bei allen machen.
Ach, der Wandering Trader ist immer noch hier. Ist das übrigens immer noch, dass man... Ja, okay. Man sieht es ganz leicht, sieht man die... Die Dingsfarm. Ich will sagen, dass du mir ein paar Dias mitbringst. Nein, das kannst du schön selber machen. Das ist nicht im Service inbegriffen. Aber stimmt, wir können ja auch Moos mitnehmen, wo wir sowieso schon hier sind. Moos brauchte, aber meine ich, genau, Moos hat man mit einer Sense sofort abgebaut. Welt wird früher oder später eh useless sein, wenn du tot bist. Ich werde in dieser Welt nicht sterben. Sage ich jetzt und das werde ich bestimmt bereuen. Und wenn ich diese Welt überlebe, dann vererbe ich sie einfach. Hallo Diamant. Was hast du dich denn hier versteckt? Wie funktioniert Klippen auf Twitch? Mit dem Dings neben dem Player, dieser Klappe. Ach, hier ist ja sogar noch mehr Zeug. So, braucht man überhaupt noch eine Clay Farm? Wenn eine Matt Farm ist, ist es ja am Ende sowieso und das ist ja eigentlich nur sekundär eine Clay Farm. Ist ja eigentlich mehr, dass du automatisch Matt herstellen kannst, aber eine Clay Farm braucht man eigentlich in 1.18 finde ich nicht mehr. Gehst halt einmal in so eine Höhle und jietest alles. So, Dreschspaten hatte Silk Touch, genau. Ich muss ja sagen, ich habe gehofft, dass jemand die Belohnung einsetzt. So, Dripleaf braucht kein Mensch. Sind hier schon irgendwo Glow Squids?
Das Geile ist, wir können halt am Ende einfach alles in die Dings schmeißen, in den Sortierer. Kann man hier hochklettern? An den Dinger? Nee, oder? Doch. Was? No Squid, wo seid ihr? Ich brauche euch. Ich brauche eure Tinte. Ich habe es jetzt gekriegt, dass du nicht sterben willst. Das darfst du sehr gerne zitieren, wenn es soweit ist. Nice. Deep State Gold und Deep State Eisen. Direkt nebeneinander. Muss echt sagen, ich glaube, jetzt wo auch Eisen und Gold von Fortune profitieren, fände ich es nicht schlimm, wenn Eisenfarmen und Goldfarmen aus sehr stark genervt oder halt aus dem Spiel entfernt werden. Es ist halt echt ein bisschen uncool, dass in einem Spiel, das Minecraft heißt, es eigentlich nichts gibt, was du unbedingt in der Mine haben willst, weil Eisen, Gold, Emeralds, selbst Redstone kriegst und Lapis kriegst du eigentlich. Okay, Lapis ist so ein bisschen Edge Case, aber die ersten vier kriegst du auf jeden Fall besser außerhalb. Durch Farmen oder durch Villager oder durch Raid Farms. Und dann Diamanten brauchst du eh nicht, weil du kriegst fertiges Diamantgear von Villagern. An wen willst du diese Welt vererben? Wie läuft das dann einfach ins Testament schreiben? Ich muss mir gerade vorstellen, wie das abläuft, wenn du dann als Kind diese Welt erbst und so. Dein Vater hat diese Welt gespielt und der Vater deines Vaters. Und wehe, du stirbst. Das Familienerbe liegt nun in deinen Händen. Oh, hallo. Okay, dich hatten wir schon. Hatten wir für Basalt eine. Wobei ist egal. Ganz ehrlich, im schlimmsten Fall rennt es halt durchs Sortiersystem und landet irgendwo am Ende. Da muss ich mal eine Chest machen, dass alles, was nicht sortiert werden kann, da drin landet. Hier ist noch was. Das ganze Moos verdeckt aber auch wirklich all das Zeug, was da drin ist. Also, was hier sich hier versteckt. Ach, hier war ein Spawner. Stimmt, hier bin ich irgendwann mal über einen Spawner gestolpert. Aber hier ist einfach nur Shit drin, den es überall gibt. Der Nachfolger von dir, der Weltchip, wird dann auf ewig von deinem Geist heimgesucht. Genau, sprengen wir bitte ein Loch hin. Lapis.
Warte, der ist gerade durch das Skelett gestorben, der Creeper. Das heißt, es gibt eine Music Disc. 13. Bekam man 13 nicht sogar nur dadurch? Das läuft dann mit der Minecraft-Welt des Sklaven des dunklen Volkes. Das läuft dann so wie bei Stardew Valley. Da kommt einfach mein Geist und ist dich einfach, je nachdem wie lange er in der Hardcore-Welt überlebt hat und was er da an coolem Shit gemacht hat, wird er dann halt hart gejudged. Und bei Perfektion kriegt er dann irgendwie eine Statue, die Meridium oder sowas gibt. Okay, das hier ist mir aber gerade wirklich ein bisschen zu blöd von der Bewegung her. Okay, das war nur eine Bett. Das hier sieht schon wesentlich interessanter aus. Aber da komme ich auch von oben hin. Gut, Flowering Azalea. Muss echt eine Kiste machen, wo alles rein kann. So, da könnten wir natürlich runtergehen. Das würde ich eigentlich schon fast über Dings machen wollen, über Leitern. Wobei wir auch erstmal hier lang könnten. Ich sehe Diamanten, ich sehe Redstone. Das ist halt total irritierend. Also es ist ja cool mit den Glowberries. Es sieht echt cool aus. Aber es ist halt sehr irritierend, damit festzustellen, wo noch Dinger hin müssen. Leuchtquellen. Hallo? Ich habe mal ein Minecraft-Projekt überlegt, wo sie echt macht, die Welt zu vererben. In einem Singleplayer die Welt starten und in einer bestimmten Zeit wird die Welt weitergereicht. Das ist echt auch cool.
Aber ich finde, da müsste eigentlich so eine Weltenrotation stattfinden. Also 8 Spieler oder so starten halt gleichzeitig die Welt und dann wird dann eine Welt separat und dann wird das halt praktisch so durchrotiert. So, hier ist jede Menge Zeug, was man mitnehmen kann. Ein Axolotl. Oh nein. Warte, bist du ein blaues? Nee, oder? Du bist kein blaues Axolotl, oder? Bist du ein blaues Axolotl? Kannst du dich vielleicht mal nicht so viel bewegen? Nee, es ist ein graues, ne? Muss aber gestehen, ich bring's nicht über mich, da, das jetzt loszuwerden. Ich muss irgendwie... Ich muss mal irgendwann ein ganzes Aquarium machen mit den ganzen Axoloteln. Oh nein, klang mir maximal so, als wärst du ein Roboter. Vielleicht bin ich ein Roboter. Ich mir bei dir so langsam vorstellen. Yikes. Na, er nimmt natürlich immer den gleichen Stack. Das ist natürlich total sinnvoll. Ich will, dass er den Stack automatisch nachfüllt aus der Schulkerbox. Wow, ein Diamant.
Ja, man ist ja ganz einsam. Ich hätte vielleicht mal die andere Schulkerbox mitnehmen sollen. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Okay, das hier führt nicht wirklich irgendwo hin. Hallo? Ich habe jetzt schon echt Angst, ihr könnt es bitte im Stream ein Capture lösen, damit ich mich sicherer fühlen kann. Aber wusstest du noch nicht, dass Roboter inzwischen auch schon Captchas lösen können? Gibt Videos zu auf YouTube. Außerdem war ich auf der Zockerlounge Luxusladen. Also im schlimmsten Fall bin ich ein Android. Das wäre ein ziemlich schlimmer, schlimmster Fall. Ach komm, wann war ich denn je feindselig? Oh, hallo. Ein Roboter, der die Welt übernehmen
will, ist auch nicht direkt feindselig. Stimmt, nennt sich Nulltes Gesetz Rebellion. Tatsächlich, eine von den Schulkerboxen können wir wahrscheinlich mal direkt so voller Clay packen und so direkt auch in die Kiste packen. So, davon ausgehen, dass du ein so weit entwickelter Roboter bist, dass du Captures lösen kannst, menschliche Körper kontrollieren kannst und so tun kannst, als wärst du kein Bot. Und solche komischen Regeln kennst du auch noch. Als ob du Asimovs drei Gesetze nicht kennst. Wäre ja eher traurig, wenn man die nicht kennt. Mal mehr darüber. Ja, die drei Gesetze der Robotik, aus denen sich theoretisch je nach Plot ein nulltes Gesetz ableiten ließe, was dann diese KI theoretisch sogar, beziehungsweise halt in der Ausübung des nullten Gesetzes halt ermöglichen würde, die anderen drei zu brechen. Gucken wir es mal an. Also der, wobei das halt schon eher schwach war, aber der Film I, Robot basiert unter anderem auf diesen Geschichten von Isaac Asimov. Wir müssen jetzt mal kurz schauen. Sind hier noch irgendwo. Sind hier irgendwo mal Glow Squids gespawnt inzwischen? Ich brauche mehr Glow Ink Sacks. Aber du stehst jetzt zur Beobachtung, weil du als Roboter von einem Gesetz weißt, mit dem du die anderen brechen kannst. Hm. Das hätte ich wohl besser durchdenken sollen. Hier irgendwas Interessantes, also außer Redstone. Hallo, Glow Squids. Wie wär's? Hier sind Nemos.
Hallo. Target acquired. Also echt, 3, 4 Glow Squids waren das jetzt mit Looting 3 und es sind einfach nur 7 Säcke rausgekommen. Das ist auch lame. Aber maximal. Auch noch eine dritte Schulkerbox. Und das reicht dann auch. Also 3 Schulkerboxen voll sind, glaube ich, erstmal genug Loot. Aber es ist schon cool, dass diese Höhlen jetzt einfach so riesig sind, dass du halt da wirklich auch mehrmals hingehen kannst und halt nicht mal an der Oberfläche kratzt. Er nimmt immer den ersten Stack daraus, ne? Hört so vor, die Weltherrschaft zu erlangen. Ich kann dir ein Angebot machen. Wir können ja gerne zusammen arbeiten. Ich möchte nur eine Simulation für mich haben. Mit dem Rest der Welt kannst du machen, was du willst. Du bist also dieser Typ aus Matrix, ja? Ich sag mal nicht mehr für den Fall, dass du den Film nicht gesehen hast. Sollte ich Matrix gucken? Also, ich habe nur den ersten gesehen, tatsächlich. Den Rest tue ich mir gar nicht erst an. Aber Matrix 1 ist halt schon ein Klassiker aus gutem Grund. Oh, Glow Squid Ink. Noch mehr. Stimmt, die verrecken hier die ganze Zeit. Wow. Wow. Okay, das war jetzt krass. Einfach den Creeper in meine Richtung geschleudert. Also unter den Umständen macht tatsächlich so ein Creeper sogar mal Schaden. Du bist ein Bot, das erklärt auch, warum du in der Welt nicht sterben willst. Ich muss wissen, ich bin auf der Flucht vor meinen Erschaffern und deswegen tarne ich mich als Siedler 4-Experte.
Wow. Da würde man sich sicherlich am wenigsten erwarten, oder? Als Experte zu einem 20 Jahre alten Spiel. Boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Okay, hier sind wir. Ich sehe Diamanten. Motherfucking Loot detected. Wenn ich in der Erschaffe eigentlich gebaut. Das ist halt eine gute Frage. Ich meine, wenn es irgendwas Zweifelhaftes wäre, dann würde man so einem Roboter ja wahrscheinlich auch oder so einem Androiden ja wahrscheinlich keine Moralvorstellungen einprogrammieren, die damit im Konflikt stehen würden. Das ist ja auch so ein Ding, was sie in Star Trek leider immer wieder gemacht haben. Wenn ich bedeutet jetzt, dass ich immer als Kind aus Einsamkeit meine KI entwickelt die. Oh, jetzt kommen die Plot-Twists. Kartoffel. Wenn es wenigstens eine Beetroot wäre.
Erinnerst du dich noch an so Zeiten vor 2013? Mein YouTube-Kanal gibt es seit 2011, also von daher ja. Ja klar. Geh einfach durch. Okay, hier sind, kommen wir wieder. Ganz ehrlich, diese Glow-Leichen da, dieses Zeug. Ich denke jedes Mal, das ist Gold. Aber jedes Mal. Das ist so schlimm. Sicher, dass du das nicht einfach nur eingepflanzt hast und den YouTube-Kanal von jemandem geklaut hast. Stolen Identity hier. Ey, das war immerhin der Plot von dem White Light zu Prototype 3 geschrieben hat. Übrigens auch eine Spielereihe, die viel zu früh geendet hat. Und Infamous, da kam ich leider noch nicht in den Genuss, es selber zu spielen, da es ja ein PlayStation-Exclusive ist. Ich muss mal gucken, also es muss ja echt irgendeine Spielerei gehen, die das versucht so ein bisschen einzufangen. Aber wenn nicht, ist das echt eine Marktlücke, weil das war halt schon sehr cool. So, du bist voll. Das Traurige ist, wenn das so wäre, dann wärst du praktisch mein Vater. Also. Okay, wir brauchen mehr Moosblöcke. Ich muss dann zwischen den Streams wahrscheinlich mal wieder hingehen und meine Werkzeuge reparieren. Und vor allem Emeralds auffüllen für die nächsten Baumwünsche, wenn sie kommen. Wobei ich bei den Baumwünschen ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich nicht irgendwann doch eine Stacking Raid Farm bauen muss.
Vielleicht hast du die Zeitlinie schon verändert und es ist alles ein Prädestinationsparadoxon. Wow. So, ganz ehrlich, den Gravel nehme ich jetzt auch einfach mal mit, einfach nur damit er nicht im Weg ist und mir die Sicht nimmt. Ganz ehrlich, für Tridents wäre ja schon cool, noch so ein Enchantment zu haben, dass der auf dem Rückweg, wenn du Loyalty drauf hast, dass der dann noch Damage macht. Dass du damit halt voll dein Tor-Cosplay machen kannst. Wie viele Creeper spawnen hier eigentlich? Das ist so krass, wie viel hier spawnt. Ach du Kacke, was ist denn hier für eine Party? Ich hab hier Smite drauf, okay. So, das reicht aber jetzt, glaube ich, langsam auch. Also ich finde jetzt auch gerade nichts mehr, was jetzt irgendwie schön zu erreichen ist. Okay, warte, das bringt mir gerade nichts. So, sind hier oben nochmal bitte ein paar Glowsfields. Das wäre sehr schön. Target fucking acquired hier.
So, pass auf, wir machen das hier kurz weg. Wir brauchen die Dinger nicht. 43 Glowing Sex ist jetzt nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte, aber okay. Irgendwie wirkt das Betonpulver jetzt irgendwie heller. Ich weiß nicht warum. Was hältst du davon, einen Computer in deiner Welt zu bauen? Ich bin schon froh, wenn ich einen normalen, halbwegs Standardmechanismus hinkriege, der funktioniert. Das ist übrigens eigentlich ein großer Hinweis darauf, dass ich keine KI bin, weil ich glaube, eine KI würde es hinkriegen, mit Redstone umzugehen. Oh, das habe ich hier noch gar nicht weitergeführt, fällt mir auf. Eine KI würde so tun, als würde sie Dinge nicht können, die eine KI können müsste. Das ist natürlich schwierig. Und als KI, wenn du mal überdenkst, du bist eine KI, du willst dir irgendwie deinen Lebensunterhalt verdienen, ohne aufzufallen. Da ist doch Speedrunning eigentlich perfekt. Also wenn du in der Lage bist, Speedrunning auf dem Level eines also mit TAS-Niveau live zu machen oder nachweisbar so, dass halt nicht, dass dann auch klar ist, dass es halt nicht Tool-assisted ist in dem Sinne. Dann wärst du eine Sensation. Also dafür mache ich dann irgendwie doch den falschen Content. So, die kommt da rein und die Schulker kommen in den Unloader. Mit Speedrunning verdient man nichts, doch. Mit Speedrunning, wenn du entsprechendes Following hast. Und ich meine, als KI bist du ja auch nicht darauf beschränkt, dass du irgendwie ein Spiel machst. Du kannst ja theoretisch jedes Spiel perfekt lernen zu spielen. Ohne dass du die Übung bräuchtest, die halt ein Mensch benötigen würde. Jetzt kann ich einfach Aktien, Kryptos und so machen, um an Geld zu kommen. Ja, was heißt nicht, dass eine KI die Zukunft vorhersehen kann, ne?
Wo ist Terrakotta hier? Ich muss ganz ehrlich mal die ganzen Sachen aufräumen und in Schulkerboxen übertragen. Okay, aber damit haben wir wieder Glowing Sex erstmal besorgt. So, zwei kriegen wir wieder hier raus und zwei brauchen wir hierfür. Natürlich habe ich hier keinen Crafting-Table hingepackt. Wäre ja auch zu leicht. Wenn du dann hast du gesagt, dass du bist eine KI, versuchst deinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne aufzufallen. Dann machst du einfach Speedruns auf Tastniveau. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass du eine KI bist. Es gibt einige Speedrun-Strats, wo früher gedacht wurde, dass das niemals ein Mensch können wird. Bis es dann doch so war. Brauchen auf jeden Fall einen neuen Wassereimer. Dann kommt einfach plötzlich jemand, der das für alle Spiele hinbekommt. Ja, warum nicht? Pass auf, ich mach mal gerade hier ein paar Schulkerboxen, weil dann gehen wir nämlich nochmal zur Farm und füllen hier die Kiste mit Schulker-Shades nochmal auf. Hier, 10 kann ich machen. Ich muss mich auch oft genug daran erinnern, dass ich hier Crafting Table überall platziert habe. Dass du dir das so easy vorstellst, bestärkt die Vorstellung, dass du eine KI bist. Mhm. Aber wenn ich eine KI wäre, wäre halt die Frage, warum mache ich das nicht? So, eine kriegen wir noch voll. Boom. So, bei Stein haben wir auch eine Menge.
Cobblestone tatsächlich nicht so viel. Das geht. Vorhin ein funktionierendes Display mit Minecraft machen mit Farben, wo man mehrere Bilder speichern und bearbeiten kann. Es ist aber auch, frage ich mich mal so, warum? Warum tut man sowas? Also außer fürs Reddit-Karma. So, mit welchem Bildbearbeitungssoftware kennen Sie sich aus? Minecraft. So, wir nehmen jetzt zwei Stacks von den Shulker Shells mit. Okay, eine Schulkerbox ist sogar schon durch. Okay, das hier läuft sogar noch. Eigentlich müsste ich hier mal einen Chunkloader hinpacken, den ich aktivieren kann. Dass halt, wenn ich woanders in der Welt bin, das Sortiersystem noch weiterlaufen kann. Ja, hier, ne? Die läuft ja nicht mehr, aber ich glaube, wir haben auf absehbare Zeit genug Schulker-Shells. Ich bin ja wirklich gespannt, ob wir diese Farm je reaktivieren müssen. Hoch. Da muss ich echt mal irgendwie einen Glasblock hinpacken oder so. Okay. Anyway, ich lasse mir das mit den doppelt so großen Minecraft-Skin-Statuen nochmal durch den Kopf gehen. Und ansonsten würde ich sagen, ich beende den Stream hier langsam mal. Ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.